Ich heiße Anahit Schäfer. Ich komme ursprünglich aus Armenien, aber seit 2007 ich bin in Deutschland. Seit 2009 bin ich verheiratet und habe ich eine Tochter. Ich fühle mich hier in Maintal sehr wohl. Und Anfang, als ich kam, da habe ich verstanden, das ist eine ganz andere Welt, woher ich komme. Und das alles, was hier läuft und Lebensart und alles hat mich fasziniert. Und diese Motivation, was ich mitgebracht habe, das treibt mich immer. Und ich habe ziemlich schnell zur Politik gekommen, zu Maintaler Politik oder allgemein in Deutschland Politik, wie hier alle Politik funktioniert, Kommunalpolitik, Bundespolitik, und das war alles spannend. Also ich bin selbstständige Schneiderin, obwohl das war mein Hobby, und ich habe Chemie studiert, Ingenieurtechnologien, und ja, das mit meinem Studium war nicht so attraktiv. Schneiderei war noch was Besonderes, und das habe ich mit nach Deutschland gebracht. Und seit 10 Jahren, ich habe hier mein Atelier, und es ist immer schön, mit Menschen zu arbeiten und Erfahrungen sammeln für das Beruf, für allgemein. Und natürlich diese Erfahrungen, wenn 10 Jahre man in einem Ort wohnt und fühlt sich schon angekommen als zweite Heimat. Ich bin gut vernetzt mit Nachbarschaft, von Kindergarten, von meiner Tochter, von der Schule und Kundschaft und Vereine und mit Politik, mit Fraktionen, mit Menschen, wo ich Alltag zu tun habe. Also mein großes Hobby ist Puzzeln. Ich puzzle unheimlich viel gerne, dass, wenn ich fange an, das zu machen, ich bin alleine mit mir. Das fordert viel Konzentration, und immer man muss suchen die richtigen Teile, und das ist auch eine Form von wie Yoga für Kopf. Ich bin seit 10 Jahren verheiratet mit Thomas Schäfer, Fraktionsvorsitzender von FDP, und mit unserer gemeinsamen Tochter. Wir wohnen in Maintal in Dornigheim. Woher nehmen Sie die Erfahrung als Kandidatin, als erste Staatssekretärin, und mit welchen Kenntnissen können Sie gegenüber Ihren Mitbewerbern eventuell punkten? Also, das war meine Entscheidung, persönliche Entscheidung, um für dieses Amt mich zu bewerben. Weil ich mache seit 2,5 Jahren als ehrenamtlicher Magistrat in Stadt Maintal, und mehr oder weniger ich weiß, wie funktioniert in Maintal Politik. Ich bin durch im Parlament, Stadtverordnetenversammlung, die ganzen Sitzungen und vorher diese Vorarbeit, was wir immer beim Magistrat machen, die ganzen Vorlagen zusammen, diese ganzen Informationen zu lesen, vorbereiten, abstimmen, Kenntnisnahme, Entscheidungen, alles vorbereiten und dann weiterzugeben. Also mir ist sehr bekannt, die ganzen Abläufe, wie das alles läuft. Und also mein Hauptziel ist Kommunikation zwischen Magistrat, Verwaltung und Bürger. Das alles zusammen, was Magistrat macht, auch über Medien, Facebook, Zeitungen, Internet bekannt machen, was in Stadt passiert gerade, was von Änderungen kommen auf uns zu und später keine großen Überraschungen sind und die Bürger fragen, wo waren diese ganzen Geschichte, warum, wir wissen heute plötzlich von Zeitung die Geschichten, sondern alles immer offen haben und auf die Menschen zu gehen und Möglichkeit geben, auch Menschen auf mich zu kommen. Ich bin bereit immer zu offenen Gesprächen. Und das ist auch eine von meiner Stärke, Menschen zuhören und die ganzen Ideen sammeln und noch so gesund diskutieren mit Menschen. Also ich werde so betrachten, dass keine Frage so formulieren, Vorteil oder Nachteil. Beide kann man nicht zusammen zu vergleichen. Wenn, sage ich mal, vielleicht das wäre Glück,
wenn derjenige, der sich beworben hat, kommt aus Maintal, mhm, weil kennt sich besser von Infrastruktur, von Menschen, Stadtteilen, die ganzen Probleme, was bewegt hier Bürger und die ganzen Probleme, was auf uns kommen sollen oder stehen schon teilweise im Haushalt beschlossen, was auf uns kommt, so diese ganzen großen Investitionen. Das ist was anderes, wenn man drinnen ist und das spürt auf eigener Haut, wie das alles funktioniert in der Stadt. Aber die Menschen, das ist jetzt keinen Nachteil und keine Kritik, die Menschen außerhalb Maintal kommen, die sind nicht gut vernetzt in Vereinen, die ganzen öffentlichen, die Gremien, Politik oder Parteien, Fraktionen, Verwaltung. Vielleicht die wissen die ganzen Abläufe, wie in Kommunalpolitik, in Kommune funktioniert, aber ist kein persönlicher Bezug und in einer Stelle kann man sich auch neutral verhalten. Ob für Leute, die von Nebenseite kommen und für den entscheidet sich, ob erst Bürgerhaus wird gebaut oder Schwimmbad, das ist große Frage. Mhm. Aber wenn man Teil ist von vielen Bürgern in Maintal, dann in dieser Stelle, ich denke, das wäre auch gut, wenn man mitmachen kann. Mhm. Auch weiß, wie das alles funktioniert. Mhm. Welche Aufgaben hat eine zukünftige Stadträtin in Maintal? Also die Hauptaufgabe für Stadträtin für Maintal ist an der Seite von Bürgermeisterin zusammen abgesprochen, die Arbeitsrichtig aufteilen, was an Kompetenz von Stadtrat gehört, Sozial, Sicherheit, Baugebiete, Entwicklungsprojekte, unsere ganzen Konzepte, was unsere Stadtverordnetenversammlung vor ein paar Jahren in beschlossen hat, dass die alle Projekte und was neu noch dazu kommt, alles zu verwirklichen oder zum Laufen bringen. Ich habe auch eine Vision, natürlich auch mit Bürgermeisterin, nach Absprache noch zu entscheiden, welche Ideen gibt es in unserer Stadt, was für Potenziale haben wir, was wir Neues für Maintal bringen können oder das haben wir hier schon, aber wir müssen an eine andere Ebene bringen und besser zu präsentieren. Mhm. Also nur nicht Wohnungen bauen, dafür braucht man auch noch Infrastruktur, gute Busverbindung, Radverbindung. Und Attraktionen natürlich für junge und alte Generation, für Kinder, Spielplätze oder für alte Leute, die auch irgendein Interesse haben. Wenn man irgendwo Freizeit verbringen möchte, muss nicht unbedingt nach Hanau oder nach Frankfurt fahren. Wenn man kann nicht alles vor Ort haben, aber das ist Maintal historisch so gewachsen, dass zum Glück, wir haben nicht so viele Sehenswürdigkeiten, womit kann man auch Tourismus entwickeln, wie alle anderen Städte das machen. Aber man kann mit kleinen Schritten aber so größere Effekte bringen, was natürlich so ein Magnetpunkt für unsere Stadtteil. Also im Bereich Wirtschaft, dass sie auch ein Potenzial Maintal hat, die Lage im Rhein-Main-Gebiet und in die Nähe zum Frankfurt und unser neues Gewerbegebiet, was auch demnächst wird entwickelt, das verspricht auch viele Arbeitsplätze und auch Verstärkung für unseren Haushalt. Also auf jeden Fall, das muss immer sein. Ohne Zusammenarbeit am Ende wird nicht alle Fragen beantwortet. Also das ist auch mein Hauptpunkt. Wenn wäre Möglichkeit, als Stadtrat auch zu Fraktionen zu gehen und regelmäßig im Monat einmal zu einer Fraktion zu besuchen und die Fragen, die vor Ort stehen, das alles mitnehmen oder sofort, wenn Möglichkeit gibt, auch Antwort geben und nach sein einfach, nur nicht die als Antragform Papier kriegen, Antwort geben und das war's. Welche Vorteile hat das, also wenn man den Kontakt... Das beschleunigt manche Anträge, also die Sachen, die wird immer kritisiert, das und das, das war vor zwei Jahren beschlossen und die sind immer noch nicht beantwortet, ob irgendwelche Probleme da drin stehen und warum.
alles so langsam dauert oder teilweise, weil in Deutschland ist es immer so, gibt es Schritte, die dauern einfach langsam. Die ganzen Gutachten, die ganzen Ministerien, die Sachen, die nicht vor Ort und sofort gemacht machen kann. Also bezahlbare Wohnung, Raum braucht auch Maintal, aber das ist natürlich klar. Also Stadt hat nicht so viel Geld, eigene Wohnungen zu bauen. Dafür braucht Fördermittel von Land, von Bund und auch muss teilweise, ich denke, das kann man auch mit Investoren machen und auch bestimmte Prozent auch handeln, was für Stadt auch bezahlbar möglich ist. Mhm. Nur nicht alles im Privatsektor geben, aber da muss auch verschiedene Akteure zusammenkommen, um das zu machen auch. Und was bezahlbar ist, das bedeutet nicht unbedingt günstig ist. Und qualitativ oder ökologisch ist. Da gibt es Sachen, was günstig ist, das unbedingt hat keine gute Qualität. Mhm. Aber dafür gibt es heutzutage andere Standards als 70er, 80er Jahre, was wurde gebaut. Heutzutage kommen andere Ansprüche. Also MIG, was jetzt zurzeit entwickelt, die ganzen Projekte in Maintal, die kommen sehr gut voran. Mhm. Das auf meine große Überraschung, vor letztem Jahr war Eichenhege Kindergarten irgendwie schon auf Papier und steht heute diese Gebäude und die Kindergartengruppen sind schon drinnen. Das ist ein sehr positiver Klang, was das bedeutet, die Sachen, man kann auch schnell machen. Natürlich MIG alleine die ganzen Projekte, was auf unserem Stadtentwicklungsplan stehen, das auf einmal zu machen, das ist zu schnell und zu viel. Aber es gibt Prioritäten, wo kann man nach und nach die Sachen machen. Also ich denke zuerst, alles, was wir jetzt mit MIG machen, am Anfang, das reicht. Weil auf einmal so viele Wohnungen zu bauen, man schafft nicht auch dazu Infrastruktur schaffen. Also in Maintal, wir haben schon mit Rotem Kreuz auch unsere alten Wohnheime, die sind teilweise auch voll belegt. Eine von denen ist auch bei uns in Nachbarschaft. Man sieht dann die Leute, wie die pflegen und kümmern um alte Leute, die keine Familien oder beispielsweise Familienangehörige, die arbeiten und um alte Leute müssen noch jemand kümmern. Mhm. Und die machen das ganz gut und die Leute, die da arbeiten, die müssen auch unterstützt werden, auch in einer Form. Also zu Soziales gehört auch natürlich Integration. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren auch eine große Flüchtlingsströmung, auch in Maintal, nicht nur in ganz Deutschland, sondern bei unserer Kommune, dass nach und nach die ganzen Menschen Möglichkeit zu geben, auf eigene Wege zu gehen, mhm. nachdem schon Genehmigung bekommen haben und auch arbeiten dürfen. Die Leute, die Menschen, die müssen auch selbst auf eigene Beine zu kommen und für eigene Zukunft selbst kümmern.